Hallo, hier ist der Roland und in diesem Video will ich zeigen, wie man einen solchen 4x4 Schachbrettwürfel löst. Ich habe ja vor einigen Wochen, das war im Oktober 22, da habe ich gezeigt, wie man sowas selber basteln kann, weil von Meffertz gab es einen, der dem hier so ungefähr entsprach. Der ist aber leider nicht mehr zu bekommen. Also habe ich gedacht, selber bauen, und die Bauanleitung findet ihr, wie gesagt, wenn ihr im Blog freshcuber.wordpress.com in das Archiv geht und dann bei Oktober 22 werdet ihr den Artikel finden, oder ihr sucht nach 4x4 Schachbrett, Checkerboard, wie auch immer, über die Suchfunktion, dann findet ihr den Artikel auch. Und zwar kann man den Würfel hier bauen, indem man zwei baugleiche, wahrscheinlich ältere 4x4 bestellt. Das ist hier zum Beispiel der Unicorn King oder Kailin King. Und wenn man da also jetzt einen mit weißem Body und mit einem mit schwarzem Body kauft und die zerlegt, dann kann man die halt entsprechend kombiniert, dass es Schachbrettmuster ergibt, wieder zusammenbauen. Das ist die etwas aufwendigere Methode, weil man halt zwei 4x4 zerlegen und wieder zusammenbauen muss. Es gibt auch noch eine etwas einfache, die habe ich ja auch im Blog beschrieben, und das ist diese hier. Da wird also einfach nur ein weißer von seinen Stickern befreit und dann kommen diese Carbon-Sticker drauf, die sind eine preiswerte Möglichkeit, die kriegt man auf ein paar Cent. Ja, und dann hat man eigentlich das Gleiche mit viel weniger Bastelaufwand. Ja, das dazu. Also wenn ihr noch keinen 4x4 Checkerboard Cube habt, ihr werdet sehen, das macht schon Spaß, das Ding, und Nachbau lohnt sich, und ich finde die Version natürlich die schönere. Ja, gut, jetzt können wir uns den mal ganz kurz anschauen. Wir sehen, dass es also Ecken gibt, die sind vollständig weiß, und Ecken, die sind vollständig schwarz. Er hat also das Muster durchgehend. Es gibt keine zweifarbigen Steine. Jeder Stein ist entweder komplett weiß oder komplett schwarz. Ja, und das heißt, jetzt können wir ja mal anfangen, den zu vermischen. Und dann sehen wir mal, was passiert. Ich werde jetzt beim Lösen erstmal zeigen, wie man ihn direkt hier ins Checkerboard löst. Das ist ein bisschen komplizierter, aber auch zu schaffen. Und dann werde ich aber auch noch eine Variante zeigen, wie man das wesentlich einfacher erzeugen kann, ohne dass man in diese Probleme auf der letzten Ebene gerät, die wir gleich sehen werden. Ja, reicht, glaube ich. Jetzt müssen wir also sehen, dass wir hier eben Schachbrett draus machen, möglichst oft. Hier haben wir zum Beispiel zweimal das Weiße. Wenn die stelle ich dann nach innen, und jetzt drehe ich den rüber, drehe das um 180, um 90 Grad, und dann drehe ich das wieder zurück, und dann habe ich beide Centerfelder diagonal. Da probiert er ein bisschen, das ist nicht so schwer. Hier könnte man zum Beispiel den hier ganz gut da unten hinsetzen. So, so, so. Dann haben wir den gelöst. Und jetzt haben wir hier noch einen, wo zwei nebeneinander sind. Und ich glaube, die anderen sind alle fertig. Ja. Und hier oben auch. So, das heißt, hier haben wir nur noch dieses Problem. Und ich weiß nicht genau, da gibt es bestimmt auch noch eine schönere Lösung. Ich mache jetzt einfach einen T-Perm und greife aber hier für die R-Drehung den Layer mit, damit sich die beiden hier tauschen. So, da gibt es bestimmt auch noch eine schönere Variante, aber die funktioniert. Also T-Perm, und immer wenn der R oder R' steht, macht man halt den White Move, beide Ebenen. Ja, so kann man ganz gut zwei Center tauschen. Natürlich tauscht der außenrum auch was, aber das ist uns im Moment ja noch egal. So, ja, zu den Kanten kommen wir jetzt als nächstes. Das heißt, auch da haben wir ja gesehen, gibt es immer nur Schwarz-Weiß-Pärchen sozusagen. Wenn ich hier ein komplett schwarzes habe und hier ein komplett weißes, kann ich hier Slice machen. Dann flippe ich dieses hier rechts und dann slice ich zurück. Dann stimmen alle Center wieder und ich habe hier zwei solche. Wer nicht weiß, was Slice, Flip, Slice ist, der muss sich vielleicht nochmal die Lösung angucken für den normalen 4x4. Ich setze jetzt eigentlich voraus, dass man den lösen kann. Ich dachte, hier hätten wir ein letztes Kantenpärchen. Haben wir anscheinend nicht. Ich dachte, schlecht vorbereitet. So, das heißt, wenn ihr diese Situation habt, in eurem Solve, dass ihr am Ende noch zwei Kanten übrig habt, dann stellt ihr die ja nicht über Kreuz, sondern parallel. Ne? Hier ist der grün-rote, hier auch. Und dann macht ihr Slice, tut das also hier rüber, flippt dieses Pärchen, und das geht so. Und dann slice ihr zurück, und dann ist das gelöst und das gelöst. Und das machen wir jetzt hier ein paar Mal auf dem eben auch. Und zum Beispiel haben wir hier ein komplett schwarzes, das kann man hier hochstellen, und mit dem weißen Slice
Flip, Slice. So, hier stehen wieder zwei gegenüber. Rüber, Slice, Flip, Slice. So. Und jetzt haben wir hier noch einen. Und da. Slice, Flip, Slice back. So, jetzt haben wir überall, wenn ich das so sehe, also immer schwarz-weiß Kanten. Wir haben auch die Center eben, alle diagonal. Und dann können wir anfangen, das zu sortieren. Ich werde jetzt hier im Video mal die Seite mit dem Logo nach oben halten. Aber wenn ich das jetzt ohne Video mache, dann geht das auch ohne, dass man das Logo hat. Das ist jetzt nur vielleicht für euch zur Orientierung ein bisschen hilfreicher. Das heißt, wir fangen mit der Seite an. Jetzt muss man sich nochmal Folgendes überlegen. Hat man vielleicht am Anfang schon gesehen oder ich zeige es nochmal an dem. Wenn ich mir die Ausrichtung der Center angucke, läuft das immer sozusagen hier, weil dazwischen ja eine weiße steht, stehen diese beiden schwarzen so nah wie es geht aneinander und hier auch. Das gleiche kann man natürlich auch mit den drei weißen hier sagen. Die müssen also immer zueinander hin zeigen. So, so und so. Ja, und das müssen wir jetzt halt hier entsprechend auch aufbauen, damit es dann am Ende ein fertiges Muster ergibt. So, das heißt, wenn der hier runter geht, muss der hier wieder rauf gehen. Dann muss der hier wieder runter gehen, ja, und der muss wieder rauf. Das heißt, den stellen wir schon mal richtig. Und der untere, genau, muss auch so stehen, dass es dazu passt. So, und jetzt können wir schauen, dass wir hier solche Paare einsetzen, Kantenpaare. Das hier passt schon. Hier muss ein anderes rein. Da können wir jetzt mal schauen, ob wir hier eins haben. Das hier würde zum Beispiel ja gut da unten hinpassen. Und weil diese ja hier nach 180 Grad genauso stehen, kann ich das dann einfach rumdrehen. Hier dieses Kantenpaar ist auch noch falsch. Hier oben steht schon das Richtige, also drehe ich das runter. Und jetzt habe ich also die unteren vier Kanten schon richtig. Ja, jetzt sieht man auch, hier muss dann eine weiße Ecke hin. Aber der hier ist eben falsch. Und da bietet es sich eigentlich an, immer hier so ein, wenn man so einen Block sieht, weiß, schwarz, weiß, den dann einfach hier zu verwenden. Also der hier ist ja falsch, diese drei, aber diese drei würden ja genau passen. Setze ich die da rein, dann habe ich das hier gelöst. Der ist schon richtig. Hier muss wieder einer mit weiß rein. Hier ist zum Beispiel so ein Block. Also einsetzen. Und der ist hier auch richtig drin. Das heißt, jetzt haben wir die unteren drei Ebenen gelöst. Und an denen ist eigentlich noch nicht so viel falsch zu machen. Jetzt kommt dann gleich der schwierigere Teil. Ja, hier, auch hier muss man jetzt darauf achten, dass dann am Ende das hier ausgerichtet ist. Ne? Also, dass diese alle in eine Ecke jeweils zeigen. Aber da werden wir gleich sehen, dass sich das hier ganz gerne mal verstellt, je nachdem, welche Züge wir machen. Also das ignorieren wir am besten im Moment noch so ein bisschen. Das heißt, wir sehen hier, dieses würde stimmen, dieses würde auch stimmen. Und die beiden müssten aber getauscht werden. Ne? Wenn der hier runterkommt und der hier hinkommt, dann würden die beiden stimmen. Dann hätten wir sozusagen die Oberseite gelöst. In dem Fall bietet sich also an, hier den J-Perm, den J-Perm zu nehmen. Ne? Und der macht allerdings gemeinerweise, verstellt er gleich diesen Center, werdet ihr sehen. Also ich mache mal den J-Perm. So, ja. Und dann sehen wir jetzt, hier der passt zur Seite, der hier passt auch zur Seite und der hier passt auch zu der jeweiligen Seite. Aber gemeinerweise hat sich jetzt der Centerblock gedreht. Das heißt, jetzt sieht es obendrauf eben nicht fertig aus. So, und da würde ich jetzt empfehlen, hier haben wir zum Beispiel gerade zwei weiße Kanten zusammen. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen Tipper machen, der tauscht nämlich, der dreht den auch um 90 Grad, dann wechselt er diese beiden, den sieht man das aber nicht an. Ne? Wenn der hier rüber kommt und der hier rüber, dann stehen die wieder genauso. Das heißt, ich mache hier den Tipper. Und dann habe ich hier oben alle Kanten gelöst und das Center fällt auch richtig. Was jetzt noch fehlt, das sind halt die Ecken. Ne? Die hier ist richtig, die hier ist auch richtig, aber diese beiden Ecken müssen wir noch tauschen. Und da gibt es jetzt halt mehrere Möglichkeiten. Ich hätte es zum Beispiel erst mit dem T-Perm hier machen können. Dann steht der aber wieder falsch. Ne? Da muss man einfach ein bisschen probieren, was einem am sympathischsten ist. Ich würde in dem Fall jetzt hingehen und
mir Folgendes überlegen, von der Anfängermethode diese drei Ecken tauschen, also wie beim A-Perm, aber wenn ich das mit der Anfängermethode mache, dann verändert sich dabei die Anordnung der Centerfelder nicht. Das heißt, die Ecke kommt dahin, die schwarze kommt dahin und diese weiße kommt darunter. So, das war jetzt Anfängermethode und damit ist das Ganze gelöst. Wie gesagt, ihr könnt es auch mit zum Beispiel mit dem T-Perm machen. Manchmal hat man Folgendes, dass am Ende dann genau das Centerfeld falsch rumsteht. Wenn ich jetzt natürlich einen T-Perm mache, dann habe ich mir meine Ecken wieder durcheinander gemacht. Ne? Und dafür ist eigentlich folgende Idee ganz gut. Ich mache einen Setup-Move, zum Beispiel Front. Jetzt mache ich den T-Perm und dabei tauschen zwei schwarze Ecken und diese beiden. Und der Center dreht sich. Und jetzt brauche ich nur noch den Setup-Move von vorhin und F, also wieder zurückzudrehen, F'. Und dann habe ich also jetzt hier die Ecken wieder richtig. Und wie ihr jetzt aber seht, stehen jetzt wieder dieses Centerfeld falsch. Das heißt, ich muss ihn jetzt nochmal machen. So, T-Perm und den wieder zurück. Also ganz normal Setup-Moves. Und das sind so die Sachen, die ihr braucht. Manchmal kommt es auch vor, dass eben ein Kantenpaar falsch rumsteht. Da muss man halt OLL Parity machen, ne? So, dann hat man halt die Situation, wenn man das dann sieht, dass man nur noch unten ist alles immer noch. Ne, ist es jetzt nicht, habe ich mir was zerschossen. Moment. Ach, der hat jetzt hier den auch gedreht. Na gut, ihr wisst, was ich meine. Ich lasse es jetzt mal dabei. Also greift in den normalen Werkzeugkasten. J-Perm, wenn ihr zwei nebeneinander tauschen wollt, kümmert euch am besten erstmal noch nicht um die Ecken. Und dann T-Perm, wenn zwei gegenüber schon richtig stehen, dann ändert sich da ja nicht wirklich was durch. Außer, dass sie eben die beiden Ecken tauschen und dieses Centerfeld damit drehen könnt. Und wenn ihr dann das Centerfeld richtig habt und die Kanten, dann könnt ihr halt dann zum Beispiel noch drei Stück ganz gut mit dem A-Perm raus, am richtigen Platz wieder rein, die zweite raus und die dann am richtigen Platz wieder rein. Also Anfängerlösung. Kann ich jetzt nicht alles in diesem Video nochmal erklären. Ich würde sagen, wir machen jetzt lieber mal den zweiten Durchgang und mischen dafür nochmal richtig. Denn das hier ist zwar jetzt die hohe Kunst, das direkt im Checkerboard zu lösen, aber ihr werdet jetzt sehen, es geht auch deutlich einfacher. Und deswegen würde ich das empfehlen. So, mag reichen. Und zwar lösen wir den jetzt so, dass wir ja erst also die eine Hälfte schwarz machen und die andere Hälfte weiß und dann mit wenigen Zügen daraus das Checkerboard machen. Der Vorteil ist der, wenn wir jetzt hier zum Beispiel, sage ich mal, unten mit Schwarz beginnen und machen jetzt hier so ein Centerfeld, dann haben wir keinerlei Probleme mit der Orientierung. Und jetzt auf der mittleren Ebene, die haben zwar eine gewisse Orientierung, weil die dann jeweils nach unten zeigen müssen, aber das ist auch nicht so ein Problem, weil nämlich was wollte ich sagen? Weil diese Züge wie T-Perm und so ja auf der unteren Ebene nichts ändern. Also auf den mittleren Ebenen meine ich. So, jetzt haben wir schon alle Center gelöst, ne? Wenn ihr den einen Center komplett schwarz macht und dieses Center immer schwarz-weiß macht, dann ist automatisch am Ende oben alles weiß und das hat eben den Vorteil, auch da ist die Orientierung völlig egal. So, das wäre jetzt sozusagen der erste Schritt. Und jetzt kommt die Aufgabe, diese also möglichst doppelt schwarze Kanten einzusetzen. Eine steht hier schon richtig, noch eine auch. Aber hier werden wir uns wahrscheinlich noch welche erzeugen müssen. Und vor allen Dingen hier haben wir zum Beispiel schon mal eine, die können wir mal eben rausholen auf die obere Ebene. Und dann können wir die zum Beispiel hier verwenden. Ich drehe diesen seitlichen Center so, dass es oben steht, schwenkt den drüber und drehe beide wieder zusammen runter. So, hier ist richtig, hier ist richtig, hier ist richtig. Hier fehlt noch eine. Die müssen wir uns halt jetzt erzeugen. Und da würde sich das anbieten, wieder mit Slice, Flip, Slice vorzugehen. Hier ist das ja ein ungelöster Slot. Das heißt, ich kann die ganz gut mal eben nebeneinander bringen. Jetzt habe ich auf der Oberseite die gegenüberstehen.
Und das heißt, ich slice jetzt, mache hier den Flipping-Algorithmus und slice zurück. Jetzt habe ich hier meine vierte vollständig schwarze Kante, setze ich über das Pärchen und drehe beide zusammen runter. So, jetzt sind die Kanten, die komplett schwarzen Kanten, paare schon mal unten. Und jetzt müssten wir dann als nächstes hier sowas machen, was hier zufällig schon fertig ist. Das heißt, hier jeweils die Eckenkanten so einsetzen, dass das eben passt. So, hier habe ich zum Beispiel jetzt so ein schönes Pärchen. Zwei schwarze, ein weißer. Könnten hier gut rein, also öffnen, reintun. So. Das ist ja auch alles, glaube ich, keine Hexerei. So, diese zwei mit dem können hier rein. Und jetzt haben wir hier noch zum guten Schluss sowas. Ja, würde ich sagen, muss man ein bisschen F2L Basics machen. Jetzt steht es wie Tiger-Situation und dann kann man die beiden zusammen da reintun. Also das, da habt ihr bestimmt eure eigenen Techniken, um da die Kanten und die Ecken richtig reinzusetzen. So, jetzt haben wir den Würfel, wie angekündigt, halbe gelöst. Und die Frage ist, wie kriegen wir jetzt daraus das Checkerboard, was ja offiziell der Lösungszustand ist? Und das geht relativ einfach. Und zwar mache ich Folgendes. Ich mache erstmal hier so. Das heißt, ich drehe den und den um 180 Grad. Jetzt habe ich hier sowas. Wenn ich jetzt den oberen und den unteren auch um 180 Grad drehe, also U2 und D2, dann habe ich hier schon Checkerboard und hier habe ich noch Streifen. Und bei den Streifen muss ich nur einmal drehen. Wenn ich zweimal drehe, habe ich wieder Streifen. Aber wenn ich einmal drehe, dann habe ich überall Checkerboard. Ich mache es nochmal raus, ist ja derselbe Weg. Also erstmal 1, 1, 1. Dann querhalten, doppelt, doppelt, doppelt. Und jetzt hat man so ein Streifenmuster hier. Und das kann man, wenn man jetzt die Hälfte vom Würfel, also RW2 macht, dann kann man die schön auf eine Seite sortieren. Ja, also keine Hexerei. Wenn man das Muster übrigens auch hat, was ja auch man als Lösungszustand ansehen könnte, kann man auch schön sowas machen. Ich mache auch wieder RW2. Jetzt habe ich dieses hier. Und wenn ich jetzt hier auch in der Richtung nochmal nur einen drehe, dann habe ich auf einmal einen 2x2 Checker. Sieht auch ganz hübsch aus. Ist auch ein ganz netter Lösungszustand. Ja, von da aus nochmal wieder zum Abschluss in den Zustand und dann machen wir Checkerboard raus, denn das ist ja die eigentliche Aufgabe bei dem Cube. Ja, ich hoffe, es hat euch geholfen und das ist der Checkerboard Cube. Bastelt euch ein, habt Spaß damit, ist eigentlich wirklich ein ganz netter Cube. Tschüss!